Herzlich willkommen zur Einführung in die Vorlesungsreihe zum Fach BIM und numerische Gebäudesimulation des Studiengangs Gebäudephysik des Masterstudiengangs an der Technischen Hochschule in Rosenheim. Mein Name ist Felix Frischmann und ich werde Sie als Dozent durch diese Vorlesung führen, um genau zu sein, um den Teilbereich BIM, also Building Information Modeling, dieser Vorlesung, die, wie Sie sehen werden, aus drei Teilen besteht. Ich persönlich, wie gesagt, bin verantwortlich für den Teil der Modellierung und Gebäude, Digitalisierung und Modellierung, also abgekürzt BIM, und werde mit Ihnen hier natürlich einige methodische Grundlagen des digitalen Planen und Bauens besprechen und werde aber auch mit Ihnen ganz konkret praktische Übungen machen, soweit dies auch möglich ist mit den technischen Voraussetzungen. Das Ganze wird sich ungefähr so aufgliedern, dass wir so schätzungsweise 60% mit Unterricht und Vorlesung zu den Methodiken im Bereich BIM, CAD, CAE und Gebäudedigitalisierung uns beschäftigen und vor allem auch dann mit der Ankopplung dieser Methoden an die numerische Simulation. Und im anderen Teil möchte ich praktische Übungen einbringen, mit denen Sie dann auch praktisch an diesen Themen arbeiten können. Und hier im Rahmen von dieser Einführung möchte ich Sie dann auch in die Software einführen, die wir benutzen werden. Und auch darstellen, was wir so ein bisschen im Rahmen der praktischen Übungen vorhaben, vielleicht auch um Ihr Interesse an diesem Fach und an diesem Themengebiet zu wecken. Bevor ich mich mit den Inhalten und der Einführung in die Vorlesung beschäftige, möchte ich mich natürlich auch selbst ganz kurz vorstellen. Wie gesagt, mein Name ist Felix Frischmann. Ich habe einen Masterstudiengang belegt an der Technischen Hochschule in München. Davor habe ich aber ein klassisches Bauingenieurwesenstudium begonnen und abgeschlossen in Stuttgart an der Hochschule für Technik in Stuttgart und habe mich da vor allem ja, stark im Bereich konstruktiven Ingenieurbau bewegt. Und nachdem ich da dann abgeschlossen habe, meine Bachelorarbeit hat sich mit der Heißbemessung einschaliger Tübbingkonstruktion im Tunnelbau beschäftigt, wollte ich mich dann noch mal ein bisschen mehr in Richtung ja, Digitalisierung, Berechnung und Numerik bewegen und habe deswegen dann das Masterstudium an der TU München fortgesetzt. Der Studiengang hieß Computational Mechanics. Hier ja, geht es wirklich um Themen wie numerische Simulation und aber auch viel Geometrie und Geometrie-Preprocessing. Das war dann auch so das Thema meiner Masterarbeit, Topological und Geometrical Healing und Solid Models. Ich werde da vielleicht auch noch mal im Rahmen von Beispielen etwas drauf eingehen, weil man hier schon relativ stark den Bezug auch sieht, mit dem wir uns hier ein bisschen beschäftigen, nämlich wie bringt man Modelle, digitale Modelle effizient mit Simulationswerkzeugen zusammen. Seitdem bin ich unter anderem, nachdem ich noch an der TU München auch als Wissenschaftler tätig war, ja, letztlich selbstständig. Ich habe zunächst ein Ingenieurbüro, aber mit starkem Fokus eben auch auf Softwareentwicklung gegründet, was ich bis heute betreibe, mit dem ich auch sozusagen hier da bin als Dozent an der Hochschule Rosenheim. Dort, wie gesagt, habe ich mich stark beschäftigt, ein bisschen mit Softwareentwicklung, auch viel mit Consulting im Ingenieurwesen. Und seit 2017 bin ich auch Gründer und Geschäftsführer der Locis GmbH. Wir haben hier zusammen mit einem ehemaligen Studienfreund und jetzigen Geschäftspartner eben die Softwareaktivitäten gebündelt. Also hier fokussieren wir uns wirklich stark auf die Softwareentwicklung, unter anderem Ingenieurwesen, aber nicht ausschließlich, auch auf verschiedenen Ingenieurdisziplinen verteilt. Ich werde das auch bei einer weiterführenden Vorlesung nochmal darlegen, wenn ich wirklich mich über Projekte und BIM unterhalte. Und insofern bin ich sozusagen in beiden Bereichen etwas tätig, auch weiterhin noch im
Ingenieurwesen bei der klassischen Abarbeitung von Ingenieuraufgaben und eben auch auf der anderen Seite hier im Bereich der Softwareentwicklung, also einer bisschen abstrahierten Art, die jetzt von manchmal auch vom praktischen Ingenieurarbeiten etwas weggeht, aber beides natürlich im starken Bezug zueinander zu sehen. Ja, ich denke, hier haben Sie vielleicht ein ganz gutes Bild bekommen von mir, wer ich bin. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns auch im persönlichen Gespräch dann noch mehr austauschen können. Ich denke, dass so der Lebensweg bisher und der Karriereweg ganz gut geeignet ist, auch für dieses Curriculum, diese Vorlesung, weil es sich doch auch sehr stark mit Themen beschäftigt, die Sie im Rahmen von der Vorlesung auch anschauen werden. Also wirklich auch das Zusammenspiel eben auch der klassischen Ingenieuraufgaben mit modernen Methoden der Digitalisierung und Produktentwicklung. Ja, was wollen wir erlernen? Wie gesagt, wir wollen BIM und CAD, das BIM und CAD-Handwerk erlernen. So habe ich das mal hier plakativ formuliert. Also ausgesprochen eigentlich die Methoden, Prozesse, aber auch eben in unseren praktischen Übungen die praktischen Fähigkeiten, die beim computergestützten Zeichnen und Konstruieren wichtig sind. Das ist mehr so der erste Teil, wo wir uns auch noch ein bisschen mit klassischen Werkzeugen wie Computer-Aided Design beschäftigen werden. Ja, klassisch muss man schon in Anführungszeichen setzen. Wir befinden uns in dieser ganzen Branche momentan in einem sehr großen Technologiewechsel. Und das ist dann auch der zweite Teil, mit dem wir uns natürlich intensiver beschäftigen möchten. Und das kann man grob als Produktmodellierung zusammenfassen. Oder auch ausgeführt geht es darum, einen sogenannten digitalen Zwilling zu konstruieren, der uns in den verschiedenen Lebensphasen von Planung, Konstruktion, Bau, Betrieb und theoretisch auch Rückbau, das würde jetzt hier fehlen, eines Bauwerks oder eines anderen Objekts im Baubereich begleitet. Ja, warum ist das wichtig? Nun, natürlich steht dieses sowohl die Zeichnung, die Konstruktion als auch der digitale Zwilling wirklich im Zentrum der Planung. Ja, also vor allem in den Planungsphasen ist es natürlich besonders wichtig. Wir wissen ja alle oder auch mit Ihrem Vorwissen ist Ihnen das sicher geläufig, dass wir natürlich das Motto haben, erst planen, dann bauen. Und insofern sind wir natürlich sofort an dem Punkt, wo wir für alle möglichen Betrachtungen im Planungsstadium eben ein digitales Werkzeug brauchen, um Gebäude erstmal digital zeichnen, zu konstruieren und auch daraus dann Prognosewerkzeuge zu generieren, mit denen wir das Gebäude dann letztlich planen können und das dann auch nutzen natürlich für die Ausführung. Also auch im Baubetrieb ist das Ganze sehr wichtig und steht oft im Zentrum. Und ich denke auch, dass die Wichtigkeit wirklich zunimmt. Das habe ich auch hier formuliert, dass in allen Lebensphasen dieser digitale Zwilling stark an Bedeutung gewinnt. Also hier auch nochmal das Motto, erst digital planen, dann bauen. Ich persönlich komme wirklich auch mehr aus der Ecke der Bauplanung, also aus der ersten Lebensphase eines Gebäudes. Aber das ist auf jeden Fall richtig und entspricht auch meinen praktischen Erfahrungen, dass diese Digitalisierung natürlich stark in allen Lebensphasen des Gebäudes immer stärker an Bedeutung gewinnt. Mit Sicherheit ist es momentan so, dass es in der Planung und im Bau noch mit am stärksten zurzeit vertreten ist, aber es ist wirklich auch eine Durchdringung in allen Lebensphasen sehr stark zu beobachten. Das liegt eben auch einfach daran, dass all diese digitalen Werkzeuge natürlich auch perfekte Kommunikationsmittel im Planungsteam sind. Ja, man möchte sich ja nicht gerne einfach nur auf Basis von Berichten oder sonstigen Prosa-Texten über ein Bauwerk unterhalten. Nein, man möchte natürlich viel lieber ein Modell haben, wo man Informationen, die wichtig sind für die Abstimmung im Planungsteam, gut verknüpfen kann, eben auch mit der visuellen Komponente des zu planenden Bauwerks oder vielleicht auch schon im Bau befindlichen oder bereits gebauten Bauwerk. Das Ganze könnte man auch zusammenfassen unter dem Thema Industrie 4.0,
bei uns natürlich dann in der Spezialform Bauen 4.0. Das ist ein Begriff, den man derzeit einfach auch sehr häufig in Nachrichten, Medien und in der Technologiewelt hört. Was man damit genau meint, das werden wir auch dann im Rahmen der Vorlesung genauer auch besprechen. Aber dieser Begriff Bauen 4.0 ist auch wirklich Teil einer Initiative, die Deutschland auch mitgestartet hat, um die Digitalisierung im Bauwesen zu erhöhen. Und da ist eben das Motto Planen, Bauen und Betreiben auf Basis von diesen digitalen Produktmodellen, mit denen wir uns auch hier beschäftigen möchten. Ja, was sind unsere Anwendungen? Hier schon mal drei Begriffe: CAD, CAM, CAE. Und eben dieser digitale Zwilling, Produktmodellierung. Das sind jetzt Begriffe, die jetzt nicht nur im Bauwesen oder in Themen, mit denen wir uns beschäftigen, zu Hause sind, sondern das sind allgemeine Begriffe des Ingenieurwesens oder aller Ingenieurdisziplinen. Das heißt, wir fokussieren uns natürlich auf spezielle Anwendungen und damit werden diese Begriffe dann auch geschärft für uns. Aus dem allgemeinen Begriff der Produktmodellierung wird dann eben hier BIM oder Produktmodelle für den Bausektor. Und auch beim Thema CAD, also Computer Aided Design, haben wir natürlich ganz klar auch den Fokus auf Anwendungen, die uns betreffen. Also auch vorwiegend Hochbau, Tiefbau, Ingenieurbau, Infrastrukturbau. Bei den Modellen, die wir auch im Rahmen der praktischen Übungen anschauen werden, handelt es sich mit Sicherheit um vorwiegend den Hochbau. Die erlernten Methodiken sind aber auch auf andere Disziplinen übertragbar. Das wird mir auch immer ein Anliegen sein im Rahmen der Vorlesung. Da werde ich auch immer wieder darauf hinweisen, wo und an welcher Stelle diese Themen übertragbar sind, weil ich auch wirklich aufgrund meiner praktischen Erfahrung möchte, dass Sie diese Themen eben auch nicht nur in Ihrem Bereich, sondern auch mit Hinblick auf andere Bereiche dann sehen können. Die Softwarelösungen, die wir in den praktischen Übungen verwenden können, sind teilweise übertragbar. Hier kann man sich natürlich vorstellen, dass wir uns natürlich mit spezialisierten Softwarelösungen für den Bau beschäftigen werden. Da kommen wir auch schon gleich dazu. Mit welchen Softwareprodukten werden wir uns konkret auseinandersetzen? Wie gesagt, das ist natürlich auch immer eine Abstimmung mit den technischen Möglichkeiten, die in diesem Semester mit Sicherheit besonders sind. Aber in der Planung der Vorlesung und auch in der bisherigen Ausführung beschäftigen wir uns mit Produkten, Softwareprodukten aus dem Hause Autodesk, namentlich zwei, Autodesk AutoCAD, hier in Rot auch das Logo dargestellt, und Autodesk Revit. Unser Fokus wird auf dem unteren liegen, auf Autodesk Revit. Das ist sozusagen die Softwarelösung aus dem Hause Autodesk für die moderne digitale Gebäudemodellierung, BIM. Und AutoCAD ist eben ein sehr allgemeines Produkt für das klassische CAD-Zeichnen, also Computer Aided Design, das Zeichnen am Computer. Und das werde ich nur in einem Exkurs behandeln, eben auch, um sie alle auf den gleichen Stand zu bringen. Der ein oder andere bringt natürlich unterschiedliche Vorkenntnisse im Bereich CAD und Produktmodellierung mit. Einige allgemeine Dinge kann man an diesem klassischen System ein bisschen besser beschreiben. Und ich möchte auch, dass zumindest alle einen gewissen Grundwissensstand haben, was das Computer gestützte Zeichnen und Konstruieren angeht. Aber mit Sicherheit liegt der Fokus später auf Autodesk Revit und auch mit der darin beinhalteten Methodik der Produktmodellierung, die sich auch wirklich unterscheidet von der klassischen Arbeitsweise in AutoCAD. Ich werde aber immer auch versuchen, wie gesagt, die ganzen Sachen in Bezug zu setzen, sowohl bei der klassischen Arbeiten mit CAD. Auch hier werde ich einige andere Softwareprodukte bewusst vorstellen, vor allem auch, um Ihnen klar zu machen, wo die verschiedenen Systeme sich unterscheiden und warum sie sich für verschiedene Anwendungen unterscheiden. Ich werde auch über offene Datenformate sprechen, sowohl bei CAD als auch hier beim Produktmodellieren mit BIM. Das wäre in dem Fall dann IFC, dazu kommen wir noch. Und werde auch hier die Zusammenarbeit mit verschiedenen Plattformen mit Ihnen kurz durchgehen.
Ja, das Thema Softwarezugang, das spielt natürlich in diesem Semester eine ganz wesentliche Rolle. Und damit werden wir auch schauen müssen, wie wir einfach auch den praktischen Teil unterbringen in der Vorlesungsplanung, weil natürlich eigentlich an der Hochschule für Sie die entsprechenden Rechner zur Verfügung stehen, wo beide Produkte vorinstalliert sind und von Ihnen verwendet werden können. Natürlich jetzt, wenn Sie diese Dinge von zu Hause aus bearbeiten müssen an Ihren privaten Rechnern, dann gibt es für Hochschulangehörige einen Studentenzugang zu dieser Software und ja, auf der entsprechenden Seite von Autodesk haben Sie da Zugriff auf die Produkte, beide Produkte und müssen die dann entsprechend auf Ihrem Privatrechner installieren, um an der Vorlesung im praktischen Teil in der Art teilzunehmen, wie wir es bisher gemacht haben. Das werden wir dann noch abstimmen. Ich werde Ihnen auch gleich den entsprechenden Link zeigen, damit Sie schauen können, ob Sie hier Zugriff auf die Software haben und das auch auf Ihrem privaten Rechner betreiben können. Vor allem Autodesk Revit ist leider immer relativ groß, was die Installation angeht und auch ein bisschen hungrig, was die Ressourcen wie Grafikkarte angeht. Hier werden Sie natürlich schauen müssen, ob Sie entsprechend das leisten können mit Ihrem Privatrechner. Ja, ich werde Ihnen die entsprechenden Links natürlich zukommen lassen. Im Prinzip reicht es schon, wenn Sie aber auch nach Autodesk und Student Account oder Studentenzugang googeln und Sie werden relativ schnell auf die entsprechende Seite der Firma Autodesk gelangen, wo Sie informiert werden über den Zugriff auf die Software für Schüler, Studenten und Lehrkräfte. Und hier haben Sie auf jeden Fall zum Beispiel auch Zugriff auf AutoCAD. Sie müssen allerdings dafür einen Zugang erstmal anlegen, einen Account. Das heißt, Sie werden sich erstmal hier ein Konto erstellen müssen. Da wird dann auch kurz geprüft, ob Sie wirklich Teil einer Hochschule sind. Soweit ich das weiß, ist das alles relativ reibungslos und schnell der Fall. Aber mit Sicherheit ist das der Teil, den wir von der technischen Seite her klären müssen, bevor wir mit dem praktischen Teil der Vorlesung beginnen können. Auf jeden Fall bei Autodesk finden Sie auch die Übersicht zu den ganzen Softwareprodukten. Nachdem Sie sich, wie gesagt, dann einen Zugang eingerichtet haben, kommen Sie auch entsprechend dann zu den Softwareprodukten, also AutoCAD und Revit. Hier sehen Sie zum Beispiel jetzt die Preise, wenn Sie das kaufen würden, was natürlich nicht notwendig ist im Rahmen der Vorlesung. Also die Studenten Zugänge, die funktionieren eigentlich ohne Probleme und das werden wir dann schauen, je nachdem, wie Sie technisch damit zurechtkommen. Was wir wie gesagt vorhaben und damit möchte ich auch dann die allererste Einführung erstmal abschließen, ist, dass wir eben mit Hilfe von dieser Software, von zwei sehr gängigen Produkten in diesem Bereich, die methodischen Hintergründe festigen können. Ja, es ist so ein Ansatz top-down und bottom-up. Also top-down, ich werde Ihnen Methodik und Prozesse erklären, die allgemein hinter dieser Produktmodellierung und der Digitalisierung bei Planung, Bau und Betrieb stehen. Und bottom-up, also wir wollen eigentlich ganz praktisch dann auch einfach mal anfangen zu zeichnen und zu konstruieren, um auch die Komplexität ganz praktisch zu verstehen, die diese digitale Planung und die Erstellung dieses digitalen Zwillings mit sich bringt. Und deswegen werde ich auch neben den Übungen, die wir da machen wollen, auch immer ein bisschen Demo einfügen, also Bereiche, die ich dann Ihnen zeigen werde, hier so grau dargestellt und die variieren natürlich ein bisschen von den Themen, die wir handhaben. Ja, also beim, sag ich mal, technischen Kern, dem echten Handwerkszeug, also zum Beispiel in AutoCAD, wie zeichne ich einen Kreis, um es mal ganz platt zu formulieren, oder in Revit, wie zeichne ich eine Wand mit Fenster? Ja, da ist natürlich der Anteil der Demo etwas kleiner, da werde ich bloß Sie in die Sachen einführen, aber letztlich ist es Learning by Doing, also hier sind Sie gefragt, um dann an den Übungen einfach auch zu lernen, wie das funktioniert. Bei den Themen, die dann fortführend betrachtet werden, also allgemeine Themen von CAD und Produktmodellierung, aber auch
bis hin zur Kommunikation und dem Prozess in den Planungen, in den modernen Planungsteams auf Basis von solchen BIM-Projekten, hier als äußere Schale dargestellt. Da wird natürlich relativ viel dann auch einfach über die Demo meinerseits passieren und wir werden schauen, was wir da an praktischen Übungen für Sie dann machen können. Das ist auch der Bereich, wo wir dann in das Thema numerische Simulation und die Kopplung mit numerischer Simulation einsteigen werden und wo Sie dann in die weiteren Teile der Vorlesung überführt werden, die ja dann von Herrn Professor Rabold und Herrn Professor Aschhaber gehalten werden. Ja, jetzt schauen wir uns noch ganz kurz nur einen ganz kleinen Überblick an über die Modelle, die wir da im Rahmen von dieser Übung betrachten wollen und dann schließen wir erstmal diese Einführung ab. Dazu sehen wir hier mal eine Übersicht zu den ganz grob aufgegliederten Grundfunktionen, die so ein System für computergestützte Zeichnung oder auch computergestützte Modellierung bei BIM haben muss. Das werden Sie noch mal öfter sehen im Rahmen der Vorlesung. Das geht von den Elementen zur Zeichnung und Modifikation, Visualisierung, Plandarstellung, Dokumentenverwaltung, aber vor allem auch bei BIM das Thema Datensemantik bis hin dann zu Automatisierung, natürlich dem User- und Dateninterface, also sprich den Interfaces, mit denen entweder wir als Mensch mit dem System interagieren oder auch andere Maschinen mit dem System interagieren, also Mensch-Maschine-Interaktion oder Maschine-Maschine-Interaktion. Bis hin lässt sich ein bisschen zur Datenverwaltung, aber auch so Themen wie zum Beispiel Tracking und Versionierung, also wann wurden Modelle geändert. Sie werden das nochmal hören im Rahmen der Vorlesung, aber hier schon mal als Übersicht. Wir werden bei beiden Softwareprodukten uns einen Teil dieser Dinge anschauen. Wie gesagt, bei AutoCAD nur als Exkurs, vor allem bei Revit werden wir uns mit den verschiedenen Themen beschäftigen, vor allem natürlich ganz stark zu Beginn im Bereich, wie zeichnet und konstruiert und modifiziert man Modelle ganz praktisch, wie visualisiert man sie, wie interagieren wir über das User Interface mit der Software und dann in weiteren Bereichen werden wir uns auch noch ein bisschen bewegen. Wir werden das Ganze, wie gesagt, mit zwei Ansätzen machen, Top-Down, Bottom-Up. Bottom-Up bedeutet, da werden Sie durch Learning by Doing das Handwerkszeug sich anschauen und Top-Down begleitet auch mit der Vorlesung, werde ich dann auch etwas methodisch über das praktische Arbeiten hinaus zeigen, erklären und vor allem das Ganze auch in einen methodischen Bezug setzen. Ganz, ganz kurzer Überblick, einfach, dass Sie so eine ungefähre Idee haben. Bei dem Exkurs in das klassische CAD-Zeichnen, da beschränken wir uns nur auf solche, man nennt das planare Konstruktionen oder semiplanare Konstruktionen, aber halt detaillierte und wirklich genaue und präzise Konstruktionen mit AutoCAD. Also mal hier so ein Beispiel mit irgendwelchen Kreisen, konzentrischen Kreisen und Linien, die tangential in solche Kreise übergehen. Einfach mal so als Beispiel. Da kann man eben ganz gut die Grundfunktionen von AutoCAD lernen. Für uns natürlich von der Anwendung her ist eher sowas relevant und auch das werden wir uns mal anschauen, so ein Grundriss von einer Wohnung, auch kombiniert mit zum Beispiel Bemaßungen und auch eben hier diesen ganzen Elementen wie Wände, Türen und man sieht, das ist geometrisch nicht sonderlich komplex, hier geht es einfach ein bisschen darum, auch den Bezug zum Bauwesen zu schaffen, einige Grundfunktionalitäten in AutoCAD zu erlernen. Und das ist auch die Basis für den Übergang in das nächste Softwareprodukt, Autodesk Revit. Wenn man hier genau hinschauen würde, erkennt man diesen Grundriss hier oben wieder. Also es ist ein Teil eines gesamten Gebäudes, das wir auch modellieren wollen wirklich, sobald wir eben die technischen Voraussetzungen geklärt haben mit Revit, um einfach mal praktisch auch zu sehen, wie einfach verschiedene Bauteile modelliert werden, die Wände, Decken, Türen, Fassaden. Und das wollen wir an so drei Beispielen durchschauen. Hier ein Beispiel, was auch Teil zum Beispiel von einer Prüfungsaufgabe war, wo wir das auch mal in einem größeren Kontext uns anschauen können. Sie sehen also auch Bezug zum Hochbau. Und als drittes auch ein Teil einer alten Prüfungsaufgabe aus dem
ja, aus der praktischen Prüfung, die jetzt nicht bei Ihnen stattfand, sondern im Rahmen von der BIM-Vorlesung für einen anderen Studiengang, aber das sind eben Übungen, die daraus entliehen wurde. Hier wird es wirklich auch mal ein großes Gebäude, an dem auch Teilbereiche dann zum Beispiel ergänzt wurden. Also Sie werden nicht das ganze Gebäude modellieren, sondern einfach an so einem Gebäude dann auch in Teilbereichen etwas arbeiten, einfach auch, um ein bisschen Gefühl zu kriegen für solche großen Modelle und auch das Arbeiten mit großen Modellen, was wirklich auch bei Building Information Modeling im Vordergrund steht. Ja, ich hoffe, Sie konnten da einen gewissen Einblick kriegen in die Vorlesung, was wir praktisch vorhaben. Ich hoffe, ich konnte Ihnen auch ein bisschen Geschmack machen auf die Inhalte der Vorlesung. Wie gesagt, wenn wir an solchen Punkten angekommen sind, wo wir das Gebäude digital abbilden können, haben Sie dann auch den Übergang in die weiterführenden Themen dieses dreigeteilten Faches. Denn jetzt beginnt ja eigentlich die Arbeit des Ingenieurs an Basis dieser Modelle dann auch numerische Simulationen anzukoppeln und zu starten, um zum Beispiel bei so einem Gebäude hier dann Raumakustik oder auch Strömungssimulationen für Komfortsimulationen oder bis hin zu klassischen statischen Simulationen dann durchzuführen, um Aussagen treffen zu können, wie dieses Gebäude dann auch praktisch funktioniert, wie es optimiert werden muss, welche vielleicht Baumaterialien oder Raumaufteilungen gewählt werden müssen, sodass diese Gebäude eben genutzt werden können für ihren Zweck, der angedacht ist. Und wenn ich sie dahin bringen kann, da bin ich dann zufrieden. Das ist sozusagen das Ziel für Sie als Berechnungsingenieure, vor allem auch der Gebäudephysik, dass Sie verstehen, wie das Zusammenspiel auch von solchen digitalen Zwillingen mit den gängigen Berechnungsmethoden im Bauwesen funktioniert. Insofern freue ich mich dann auf die Vorlesung und auf das weitere Arbeiten mit Ihnen.